Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir haben zwar mit Rumänien 2:0 gegen England verloren, das ist aber eigentlich relativ egal, weil wir haben einen Jahrhunderttransfer gemacht. Wir haben Schara verkauft auf Ende Saison hin für 76 Millionen Euro. Ja, die sind hier halt noch nicht drauf. Aber das muss uns nicht daran hindern, dass wir hier mal kurz gucken, was wir mit dem Geld machen könnten. Wir suchen mal ein paar Leute. Zwar, Gott, wie schreibt man das denn? Chaka, da ist er doch. Wie teuer wäre der Herr Granit? So, da haben wir ihn. Ich muss mit der Maus hier wieder raus, sonst gibt es ein Durcheinander. 8,5 Millionen. Das ist eigentlich machbar. Da ist der Bericht sogar vollständig. Der ist halt 33. Wenn wir Pech haben, spielt er eine Saison für 8,5 Millionen, dann hört er auf. Also, weil dann bezahlen wir die 8,5 Millionen für natürlich nur diese eine Saison. Ja, das ist, ja, nee, das ist eigentlich nicht, was ich möchte. Kann ich hier nochmal zurück, zurücksetzen. Mit X, wir setzen mal zurück. Suchen wir doch mal einen Nationalspieler aus Deutschland. Und zwar den Herrn, ich muss zugeben, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich möchte trotzdem schnell schauen, der ist halt auch schon 30, ist mir zu alt. Da muss ich gar nicht gucken. Wie sieht es denn aus mit Brandt? Den kenne ich noch. Ist 29, okay. Jetzt schon gehört irgendwie ein, der vielleicht ein bisschen jünger ist. Wer fällt mir denn da noch ein? Genau, der Herr Goretzka ist auch 30. Das ist ja ein Altersheim, was da spielt. Naja gut, ist ja in der Schweiz auch nicht anders. Wen gibt es denn? Ach, den Dingens, genau. Oh je, wie schreibt man das? Adeyemi. Da unten ist er. Das ist aber ein Stürmer. Wir bräuchten schon einen Mittelfeldspieler. Nee. Wird der als Stürmer? Ja gut, das ist glaube ich, ist wahrscheinlich ein Stürmer. Havertz, das sieht doch nicht schlecht aus. Also vielmehr fallen mir ehrlich gesagt nicht mehr ein. Den könnte er umschulen fürs zentrale Mittelfeld. Aha, okay. Ja, Stärke 92 würde passen, aber der Wert... ja gut, ein andermal. Wen haben wir denn noch? Wer fällt mir noch ein? Wen haben wir denn in der Schweiz noch im Mittelfeld? Kyriakos Forza, ja, der war mal. Chaka natürlich. Gott, wen haben wir denn da noch? Das gibt's doch nicht. Jetzt fällt mir gar keiner mehr ein. Ja, die Hälfte von denen spielt eh schon bei uns. Habt ihr noch Namen? Also wenn ihr noch Namen habt. Oh, in Deutschland wäre natürlich noch der Herr Müller, aber. Achso, ich habe kein Dingens. Bei der Schweizer Tastatur auch kein E und kein Ö und kein Ü. Thomas Müller da unten, 36. Nee. Der ist mir jetzt einfach gerade eingefallen. Sonst noch irgendwie ein starker. Ja, es gibt natürlich mehrere starke Mittelfeldspieler. Aber vielleicht fällt euch noch einer ein. Dann würde ich den mal gerne dann noch suchen. Ansonsten können wir das mal so noch schnell machen. Wenn es denn geht. Moment. So, wieder raus hier mit der Maus. Raus mit der Maus. Das räumt hier sogar. Achso, ich muss das erst zurücksetzen. Jetzt kann ich das hier machen. Defensiv. Definitiv Mittelfeld. Und zwar im Zentrum. Alle. Ne, mach mal zentrales Mittelfeld, würde ich sagen. Ja. Wir gucken mal. Suche mit Y. Wir suchen. 30, 20. Wird nicht beobachtet. Ja, es ist halt die Frage. Es ist halt nicht abzusehen, ob der stark ist oder nicht. 30. Der sieht eigentlich vernünftig aus. Beobachte den mal. Okay. Weil das Beobachten kostet uns in dem Sinn ja nichts. So, ich denke aber nicht, dass das Leute sind, die uns helfen können. Weil wir brauchen schon Leute, die dürfen gerne ein bisschen was kosten. Wir haben 70 Millionen. Also von daher, rein nach Costa. Okay, Griechenland. Ich gucke ein bisschen noch auf die Clubs. Das kann man das eigentlich auch? Land, Region. Liga. Team. Ja, das wäre eigentlich... Das hätte ich gerne. Das geht aber irgendwie. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich nicht... bei den Teams nicht suchen? Landregion. Ja, machen wir mal Deutschland. Okay. Suche starten. Ne, jetzt habe ich zurückgesetzt. Ach. Dann wäre ja nochmal schnell. Deutschland. Okay. Dann die Rolle. Moment. Jetzt. Mittelfeld, machen wir mal alle.
Ich hab's zurückgesetzt. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Das kann nicht so schwer sein, Herr Eisenberg. Nun strengen Sie sich mal ein bisschen an. Also, den hier. Dann Mittelfeld. Dann alle. Und jetzt Suche starten war mit Y. Ich habe falsch gedrückt. Aha, ändert sich jetzt auch nicht so viel. Ah ja, doch. Da kennt man den einen oder anderen. Auf der Leihliste. Freigabesumme 2,4 Millionen. Das ist ja kein Geld. Beobachte den mal. Wen haben wir sonst noch? Vielleicht irgendwie ein Name, der mir was sagt. Maximilian Arnold. Ja, ist irgendwie auch schon mal gehört. Der hätte noch eine gesunde, ein gesundes Alter. Wir nehmen den auch mal noch mit rein. Gut. Ist halt, wenn wir einen 92er nicht bezahlen können, wir könnten wahrscheinlich so 83, 84 könnten wir wahrscheinlich bezahlen, wenn wir das hätten. Jede Position vielversprechend. Lass mich mal hier noch schnell gucken. Ah, sehen wir halt auch nichts, wird nicht beobachtet. Ja gut. Ich würde sagen, lasst uns zum Spiel selber gehen. Wir haben ein Spiel gegen den FC Basel und jetzt müssen wir uns langsam zusammenreißen. Ja, wobei es geht noch. Guck mal selber, das ist gerade mal ein Punkt vor uns. Also schlimm ist das nicht. Aber wir müssen jetzt trotzdem halt. Was habe ich da gerade noch gesehen? Ach so, was anderes. Simulier mal. Da war gerade irgendwie eine Meldung. Ich habe mich mit Luciano Bastos und seinem Agenten folgende Vertragskonditionen. Ja, das ist okay. Das ist der Mann, der dazugekommen ist im Tausch gegen Scharrer. Allerdings, der ist natürlich noch nicht hier. Gut, dann können wir das löschen. Gehen zurück. Der Herr Scharrer müsste doch eigentlich eh wieder fit sein. Lass mich mal schnell gucken, dass der hier trotzdem einspringen kann. Wobei, ja, hat einen Wechsel gefordert, den kriegt er ja auch. Wie soll ich sagen? Gut, der hat halt Stärke. Die Stärke 82 bei 21 als Alter. Kein Wunder, dass der 76 Millionen gebracht hat. Das muss man schon auch sagen. Auf der anderen Seite, irgendwie bringt es das nicht, wenn wir ihn jetzt hier weiter fördern, in irgendeiner Art und Weise, sondern wir machen das besser so, dass wir. Wo haben wir denn? Nee, nicht zentrales Mittelfeld. Wo ist denn jetzt mein Kollege? MD Angelo, nee, 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 da, Asenio, genau. Da gucken wir mal schnell, Entwicklungsplan. Was haben wir hier ausgeglichen? Mach mal irgendwie defensiver Flügelverteidiger, mach mal Flügelverteidiger oder nein, das hier. Damit wirklich die Sachen geschult werden, die er da auch braucht. Ja, okay, gut. Weil dann fördern wir den natürlich ein bisschen. Oder wir gucken, dass wir dann von dem Geld, das wir da kriegen, vielleicht sogar noch einen Linksverteidiger kriegen, einen besseren. Weil im Moment, ja, da haben wir ja Dantas sogar drin. Den haben wir eigentlich fürs Mittelfeld, aber der ist eigentlich stark dort. Ja gut, also dann passt das, dann können wir zurück. Und dann mal gucken gegen den FC Basel. Jetzt haben wir aber nochmal Büro, der Herr Scharrer. Juhu, was meint der? Ich fühle mich mittlerweile viel besser, ich bin wieder einsatzbereit. Das ist natürlich jetzt blöd, weil eigentlich, ja klar, ist er einsatzbereit. Also für die Champions League würde ich den tatsächlich dann wieder nehmen. Aber jetzt in vergleichsweise unwichtigeren Spielen, da möchte ich schon den Asenio eigentlich haben. Ja, wenn ich dem jetzt sage, du bist ein Topspieler und dann guckt er zu, wird er sauer. Wir machen das mal. Ja, ist nicht ideal, aber geht jetzt gar nicht anders. Gut, wir haben, ja, das ist auch nicht ideal. Da nehmen wir doch lieber die weißen Trikots, weil das sind die typischen Basel-Trikots. Das ist okay und das Weiße ist ja tatsächlich auch schön. Gut, dann hätte ich hier gerne noch Folgendes. Ihr ahnt es, Teammanagement. Einerseits mal den, den und den und dann hier schnell gucken. Wir haben Heisi und Kühn vorne. Ich würde Hatschi eigentlich gerne wieder mal haben. Ja, oder wir lassen das mal so. Hatschi haben wir dabei, ja. Hier haben wir Cuisance Blanco, Dantas. Babu, ich würde hier Asenio reinnehmen. So, dass der mal 90 Minuten spielt. Gut, sollen wir mal so anfangen? Ich denke, ja, das können wir machen. Das ist eine starke Mannschaft. Also, da sollten wir eigentlich, ja, schon, hoffe ich. Da sollten wir eigentlich schon, hoffe ich, genau. Ja, 3 Punkte. Sind wir zu Hause? Ich glaube nicht. Ruben Pirro vom FC Basel, auch schon 31. Natürlich ein bisschen hart, denn ich sage, mit 30 ist einer zu alt. Aber eben, wenn wir denn für den 10 Millionen bezahlen, das kann dann einfach teuer werden, wenn der dann gleich aufhört. Nee, das ist in Basel tatsächlich. Jawohl, man sieht es ja auch. Im Waldstadion, genau. Das alte Joggeli, das gibt es ja nicht mehr. Ja, Tigi, sehr gut.
und die Basel-Fans. Es wird aber auch Fans haben des Heisenberg FC, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Vielleicht sehen wir sie noch? Nö, werden nicht gezeigt. Piero, aha, ein vertrautes Gesicht. Wir fangen an, wir spielen von links nach rechts in den weißen Trikots. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwie in Basel nicht sogar zu 3 Punkten kommen. Ja, da müssen sie ganz hinten rum. Ich wollte gerade sagen, der Kühn stresst da schon ein bisschen, allerdings fast zu wenig für meinen Geschmack. Oh, Heise wäre fast dran gekommen, mit viel Einsatz hier unterwegs. Oh, eigentlich hatte ich ihn. Aber ist halt nur eigentlich, dass ich ihn hatte. Schon wieder eigentlich fast. Ziggy. Sehr gut, kein Problem für Herrn Ziggy. Schneller Abwurf. Jawohl, gut gemacht. Das ist Fasnacht mit seiner Drehung, die er drauf hat. Oh, schade. Ja, faul. Das wäre jetzt natürlich die Idee gewesen, dass wir da wieder steil spielen. Das ging jetzt aber gerade nicht, weil wir gerade gewalttätig daran gehindert wurden. Ja, das ist halt auch schon wieder dunkelgelb. Er geht halt von hinten in die Beine. Also, sorry. Jawohl, gut. Mit Tempo. Oh, ein Hechtflug, Kopfball-Dingens von Heisi und er geht nicht rein. Wie bitter ist das denn? Oh, das wäre ja ein Wundertor gewesen. Wenn es denn geklappt hätte. Aber jetzt aufpassen, dass hier nicht gekontert wird. Ja, wir können hier nochmal zumachen. Oh, da geht er durch. Oh, der ist auch komplett frei. Aber Babu klärt hier vernünftig. Ja, wir haben den Ball schon wieder nicht mehr. Da haben wir die Kugel wieder. Ziggy. Oh, Ziggy. Ui, das war gefährlich. Oh, das ist wieder ein Ziggy-Abwurf. Er geht wieder zum Gegner. Jedes Mal der gleiche Käse, wenn ich zu schnell mache. Oh, das war brandgefährlich von Mila hier. Ein satter Schuss und schön durchgespielt. Das muss man halt fairerweise auch sagen. Ja, schön hier. Ziggy zum Glück nicht dran. Da hat er nicht perfekt gezielt. Das war jetzt aber tatsächlich eine erste, wirklich gute Chance für den FC Basel. Ja, da wollte er gleich reingrätschen. Sehr gut. Doppelpass im Prinzip. Oh, Spiel! Da außen wäre einer ganz frei gewesen. Bisschen zu lang gewartet. Ach, das wäre eine Riesenchance geworden. Tatsächlich. Ja, ein Babu ein bisschen zu früh ran. Macht aber einfach auch gut zu. Ja, wollte gerade sagen, da sollte nicht so viel passieren tatsächlich. Es ist nicht wahr, schon wieder. Ich möchte eigentlich immer zu Mbappé. Das klappt aber irgendwie überhaupt nicht, wie man sieht. Ja, gut gemacht. Haben wir. Sehr gut. Oh, zu steil, zu scharf. Ah, schade. Da hat der gute Spieler gar nicht mehr gesehen, wo der Ball hinging. Es ist aber ein bisschen auf der Kippe, habe ich das Gefühl. Also irgendwie, wir sind zwar nicht schlecht, aber die Basler, die kommen hier auch langsam in Fahrt. Ja, gut gemacht von Cuisance. Gute Defensivleistung. Ziggy? Jawohl, da ist Ziggy wieder voll auf dem Posten. Mach ich mal den kurzen Abwurf, damit wir nicht gleich die Kugel wieder los sind. Ja, weiter Ball. Oh, er bleibt halt einfach stehen, der Herr Senior, der musste dagegen halten. Gut gemacht. Oh, und dann haben wir zu viel gedrückt. Eieiei. Und schon haben wir eine Ecke. Also, die Gegner haben eine Ecke, das ist auch nicht schön. Ja, geklärt von Babu. Vargas geht hier drauf. Oh, fast. Oh, auch leider wieder nur fast. Ja, und dann klingelt's. Dann ist Millar tatsächlich da. Ja, es hat sich natürlich nicht abgezeichnet. Ärgerlich. Schön gespielt. Hm. Ja, von Herrn Kühn und Heisi haben wir noch nicht viel gesehen. Das liegt aber... Kollege, was war das denn? Jetzt geht's aber ganz los. Ball stoppen. Von denen haben wir noch nicht viel gesehen. Das liegt aber natürlich auch am Rest der Mannschaft, dass sie da irgendwie ein bisschen was hinkriegen, damit die Leute da vorne Bälle kriegen. Ja, gut, gut, gut. Geh, geh, geh.
Ah, schade, da ist ein Fuhr. Jetzt, es hängt am seidenen Faden, vorhin schon. Wenn da der Pass noch gekommen wäre, dann wäre eine Riesenchance draußen entstanden. Jetzt haben wir hier Lasse Kühn. Macht er gut, jawohl, sehr schön. Lauf durch. Jo, herrliches Tor von Blanco. Nach Vorlage von Vargas. Ja, das war jetzt wunderbar. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht ein bisschen zu weit nach hinten den Ball. Aber Blanco trifft da die Kugel halt hervorragend. Das war ja auch ein kleines Traumtor. Ähnlich wie bei Heisis Flugkopfball. Boah, ja. Da hämmert er das Ding rein. Es ist eine Freude zuzusehen. Ein Dropkick im Prinzip. Der Ball springt kurz auf. Ja, Tor hat er keine Chance. Okay, dann wären wir wieder bei 0 sozusagen. Es steht wieder 1-1. Das gefällt mir natürlich schon viel besser. Jetzt müssen wir vielleicht... Ja, jetzt müssen wir erstmal in die Pause. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, Heisi hat... Ah, doch, Heisi hat natürlich den Flugkopf frei gehabt. Aber der Herr Kühn... Gut, der Herr Kühn hat einen schönen Pass geliefert. Ich würde trotzdem... wem gönnen wir eine Pause? Ja, nee, wir lassen es so. Wir könnten höchstens hier gucken. Cuisance, Blanco, was haben wir hier? Dantas. Ja, wir machen mal Dantas rein. Gut, fortsetzen. Steht erst 1-1. Und jetzt hätte ich ja gerne von Herrn Kühn mal nochmal was zusätzlich Gutes, weil das, was er gemacht hat, war stark. Also dieser Pass, den er da geliefert hatte, oder hat, das war tatsächlich gut. Oh, schade. Das war im Ansatz gut. Aber leider nur im Ansatz. Müssen wir da aufpassen. Ja, sehr gut. Da hat Asenio den Ball. Guter Ball hier. Auf Vargas, der ist schnell, aber in der Mitte ist keiner. Doch. Heisi. Jawohl. 2-1. Kein Abseits? Nein. Schön. Ah, dieser Vargas. Er ist der König der Vorbereiter, meiner Meinung nach. Also er hat halt immer wieder einfach ein Näschen, wo der Ball hin muss. Schön, da freut sich der Heisi. Es ist immer, wenn Gefahr ausgeht, es ist in der Regel Vargas und hat halt ein kluger Pass quer rüber. Da kann Heisi nichts falsch machen. Ich sage immer wieder, aber er muss halt dort stehen. Das zeichnet halt einen guten Stürmer tatsächlich aus. So, das gefällt mir natürlich schon viel besser. So, wir nähern uns den gewünschten, geforderten 3 Punkten, bevor wir dann hier wirklich noch in eine kleine Krise reinschlittern mit dem Verein. Ah, das war nix. Da gehen wir mal mit dem Babu hinterher. Ah, das war auch nix, aber wir machen hier gut zu. Greifen ein und greifen an und das gibt Abstoß. Stark gemacht vom Verteidiger. Wir wechseln auch nochmal, warten aber im Moment noch, würde ich vorschlagen. Boah, faul. Schiri. Ach, Schiri, come on. Ich glaube, der wollte Vorteil laufen lassen. Aber das ist natürlich kein Vorteil mehr, wenn wir den Ball dann gleich verlieren. Aber dafür haben wir Dantas. Oh, mit einem mutigen Ball. Stark. Auch stark. Nochmal stark. Oh, nicht mit dem Kopf. Lasse. Nein, nein, nein. Mach doch mit dem Fuß, mit der Brust annehmen. Schade. Aber wir haben die Kugel nochmal. Jawohl, gut gemacht von Asenio. Herr Kühn. Oh, fast ein Eigentor. Sehe ich das richtig? Das müsste eine Ecke geben. Ja, was gibt's? Ach, gibt einen Wechsel. Ah, schade, dann haben wir keine Zeitlupe mehr, also keine Wiederholung. Schade, hätte ich gerne nochmal gesehen. Ah, da vertut er sich mit seinem Dribbling. Aber das ist gut, wenn er hier vorne schon mal ein bisschen stören. Da geht nochmal drauf. Ja, geht nicht. Oh, sie spielen halt schon auch stark. Ja, nicht schnell drauf. Ist okay. Da war eigentlich fast draußen, wenn man es genau nimmt. Oh, jetzt hat er halt einen Haken gemacht. Das war genau nicht, was ich wollte. Oh, wir hatten den Ball.
Es ist doch ein Scherz. Von wo geht denn der rein? Das ist ja wohl der Scherz des Jahrtausends. Das ist ja kein Winkel mehr. Das ist ja von der... Ah, aber das haben wir natürlich jetzt auch wieder vertändelt da hinten. Heiliges Radieschen. Kann ich das nochmal haben? Da der Erste hat ihn eigentlich. Und Babu geht dann eigentlich auch. Und da... Ja, kann Ziggy damit rechnen? Von da kriegst du halt kein Tor. Also das ist natürlich tatsächlich bitter. Jetzt gab es aber gerade noch irgendwie von wegen, dass wir irgendwas wechseln. Das machen wir jetzt auch. Wir nehmen Heisi raus, bringen Hachi. Für Vargas hätten wir Maya. Und für Arsenio hätten wir Stergio. Oder auch nicht. Okay, gut. Der Rest muss auf die Zähne beißen. Oh, das ist ärgerlich. So ein Tor ist natürlich einfach wirklich nur ärgerlich. Weil das war jetzt dermaßen unnötig. Der geht da im Prinzip alleine durch. Jawohl, gut, durch drei Leute durch hier, der Herr Fasnacht. Ist es Herr Fasnacht? Ich glaube schon. Oh, und ein schlechter Pass. Was für ein schönes Solo. Da muss halt mehr, da muss mehr bei rausschauen. Ach, geht auch nicht. Komme ich auch nicht ran. Aber gut von Heisi. Ich glaube, Heisi war es tatsächlich. Gut, dann das. Spiel ihn. Oh, aber doch nicht zu dem. Oh, nö. Ja, jetzt läuft uns natürlich die Zeit davon. Oh, dieses Gegentor ist etwas vom Ärgerlichsten, was wir seit langem hatten. Wo will er hin? Oh, da wird gegrätscht. Ja, geh ran. Oh, da geht dann ein Babu vorbei. Aber wir haben die Kugel. Jawohl, jetzt. Jawohl, gut, Meier. Herr Meier, sehr gut. Schick ihn. Oh, Hachi, sehr schnell. Jo! Nein! Ah, das war eine Riesenchance. Oh Gott, wir kriegen doofe Tore und kriegen den Ball nicht rein. Nochmal Hachi hier, nochmal als Vorbereiter. Und Lasse Kühn und dann steht, glaube ich, ein eigener Mann im Weg. Oh, also turbulent, ja, da ist es durch. Eieiei. Also ich würde mal sagen, ein gutes Spiel, sicher spannend, gut für die Zuschauer, aber das ist halt auch wieder nur ein Punkt. Ja, immerhin ist es auswärts. Also sprich, wir haben den Punkt auswärts geholt beim FC Basel. Aber wenn Servet jetzt gewonnen hat, dann haben wir schon 4 Punkte Rückstand. Das ist nicht zufriedenstellend. Das Spiel selber ist zufriedenstellend, denke ich. Wir hatten Pech. Heißi Kopfball, Flugkopfball, der gehalten wird. Dann jetzt ganz am Schluss da diese Riesenchance. Und das Gegentor zum 2-2. Lach- und Sachgeschichten. Gibt's doch nicht, dass der von da trifft. Aber eben, das gab's eben dann doch. Deswegen ging es so aus. Naja gut, also gehen wir hier weiter. Was haben wir als nächstes? Sieger gegen Servet noch nicht gespielt, okay. Oh, der Champions League. Gegen den LASK, Österreich. Okay, das ist natürlich schon wieder eine Herausforderung dann. Ne? Massive. Heißig steht gerade, glaube ich, stand gerade treffsicher. Ja, da bin ich froh. Oh, Sieger hat Servet geschlagen, guck mal. Sieger besiegt Rivalen 2-2. Das ist natürlich gut für uns, dann haben sie immer noch bloß einen Punkt Vorsprung. Da bin ich froh. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Turbulentes Spiel. Hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich ja, zur dritten Champions League-Runde gegen den LASK dann wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss.